Aufnehmen. Pause. Taste. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich, Folge 104. Ja, das ist jetzt also die Folge 104. Ja, wir haben es wieder Montag, das heißt, eine neue Woche beginnt. Es ist jetzt kurz nach 4 und 104, ja, das passt. Ich wollte euch einfach nur einen wunderschönen Start in die Woche wünschen. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, vielen Dank nochmal an Aaron Christopher Hoffmann, dass du mich in deinem Podcast erwähnt hast und auch verlinkt hast. Fand ich wirklich super. Wollte mich einfach nochmal dafür bedanken. Auch öffentlich bedanken. Also wie gesagt, ihr könnt den Audiobeitrag über die Notenschrift auch im Apfelkuchen-Podcast hören. Und am Anfang erwähnt Aaron Christopher Hoffmann mich auch und verweist auch auf den Podcast von Sven Heidenreich. Hat mich sehr gefreut, also wirklich, also fand ich echt super. Ja, und ansonsten, wie geht der Podcast weiter? Naja, so wie immer eigentlich. Ich habe ein kleines Experiment vor mit euch, und zwar brauche ich aber da jemanden. Und zwar suche ich jemanden, der mich nachmachen kann. Also der meine Stimme ein bisschen nachmachen kann und wie ich halt spreche und so. Und dieser jemand, der sollte meinen Podcast so ein bisschen, sage ich jetzt mal, also durch den Kakao ziehen. Also als Comedy habe ich mir das so ein bisschen überlegt. Also Podcast von Sven Heidenreich, so eine kleine, sage ich jetzt mal, positive Verarsche. Ja, und da suche ich jetzt halt jemanden, der mich nachmachen kann. Auch meine Sprechweise, also es muss schon wirklich nach mir klingen. Also jetzt nicht einer, der so tut, als ob ich könnte Sven nachmachen, sondern jemand, der auch meine Stimme ein bisschen imitieren kann, dass man erstmal am Anfang wirklich denkt, das bin ich, und dann müsst ihr aber halt irgendeinen Blödsinn quatschen, den ich normalerweise nicht quatschen würde. Ja, ich dachte mir einfach mal so eine kleine Selbstironie würde diesen Podcast auch mal ganz gut tun. Also vor allem wäre es ja mal interessant, wie würde ein Außenstehender, der meinen Podcast hört, den letztendlich so ein bisschen, sage ich jetzt mal, nachäffen oder so. Und ja, ich denke, das ist eigentlich eine ganz witzige Idee. Ja, also weiß ja nicht, ob es irgendeinen da draußen gibt, der mich imitieren kann, der meine Stimme nachmachen kann oder meine Sprechweise oder ja, wäre ja mal ganz lustig. Wie gesagt, also sollte natürlich auch eine positive Verarsche sein, also jetzt nicht jemand, der da irgendwie das dann irgendwie schlecht macht oder so, sondern einfach, ja, den Podcast von Sven Heidenreich so ein bisschen, ja, ins Lustige zieht so ein bisschen, ne? Also von wegen, ich rede über mein Leben, bla bla bla, und dann das so ein bisschen, ja, durch den Kakao ziehen, so. Und das wäre einfach mal so ein kleiner Denkanstoß an euch. Also wer das sich zutraut, mich nachzumachen, kann ja einfach mal so einen Audiobeitrag, der muss ja nicht lang sein, das kann ja auch so ein 2-Minuten-Ding sein, weiß ich nicht. Und das kann ja auch irgendeine Situation sein, die ich nicht machen würde. Also zum Beispiel habe ich mir da so überlegt, jemand, der dann irgendwie so extrem schneidet und extrem professionell das macht, und er würde dann so sagen, ja, Sven geht professionell, und dann das halt so verarscht, als wenn ich würde jetzt plötzlich beschlossen haben, den Podcast extrem professionell aufzuziehen und dann, ja, weiß ich nicht, jeden Fützel so irgendwie zurechtschneiden und dann am Ende sagen, haha, nein, nein, das war natürlich ein Gag, ich bin der und der und habe gerade Sven nachgemacht. Ja, das wäre doch mal so eine ganz lustige Idee. Einfach mal. Ja. Außerdem interessiert mich das ja wirklich, ob es einen gibt, der einen gut nachmachen kann, weil ich selber mache ja auch oft nur Leute nach, und manchmal denke ich so, man müsste ja eigentlich mit diesem Nachmachen irgendwas machen können. Ne? Ich meine, gut, wenn man jetzt irgendwelche berühmte Leute nachmachen kann, dann kann man da ja vielleicht noch
Ja, aber es gibt ja auch viele Leute, die können einfach ihre Umgebung, ihre Freunde oder ihre Leute, die sie so kennen, nachmachen. Und vielleicht kann man da irgendwie auch mal was machen. Ne? So im Sinne von, wem kannst du nachmachen? Und das dann halt so im Guten natürlich. Ne? Also man darf es natürlich nicht ins Lächerliche ziehen letztendlich. Aber es gibt ja schon Leute, die wirklich stimmenmäßig was drauf haben und die dann einfach irgendwelche Leute nachmachen kann, die sie gerade, weiß ich nicht, vor 2 Minuten irgendwo gehört haben. Und vielleicht daran ein bisschen anknüpfen. Ne? Also mit dem Podcast von der Sven Verarsche sozusagen, dass man sagt, das ist so der Anfang von einer kleinen neuen Rubrik, die würde ich dann als Bonus immer bezeichnen. So von wegen, jetzt macht mal jemand, ach keine Ahnung, Verkäufer nach oder jetzt macht mal jemand den und den nach, den er kennt. Man könnte ja auch irgendwie so eine Einleitung immer machen, du sollst mich nicht kratzen, Dicker. Man könnte ja natürlich auch so eine Einleitung machen, immer am Anfang, jetzt imitiere ich den und den und dann wird er halt imitiert. Ja, natürlich im Guten, ne? Also wie gesagt, soll ja lustig sein. Soll ja für uns alle irgendwie was zum Lachen sein, auch mal oder auch mal zum Nachdenken. Ach, so spricht man. Oder so klingt die Stimme. Ne? Ich meine, vielleicht ist ja wirklich auch einer unter euch, der mich zum Beispiel total gut nachmachen kann. Ne? Warum nicht? Ich meine, ich kann ja auch einige Personen nachmachen. Ne? Kann ja auch zum Beispiel einen Arbeitskollegen von uns gut nachmachen, also mehrere Arbeitskollegen, kann ich natürlich hier nicht anwenden. Ne? Aber zum Beispiel, ne? Und das sind damit alles so Sachen, womit man einfach, was man dann ab und zu aus Spaß mal so macht, aber ja, was man ja nicht einfach so machen kann, weil die Leute ja den Arbeitskollegen oder wem auch immer ich denn nachmache, nicht kenne. Nicht kennen, ne? Und das ist halt einfach. Aber das ist mal so eine Grundidee. Vielleicht kann man ja daraus was aufbauen. Ich meine, gut, so Kohl nachmachen, das machen ja viele. Schröder kann man nachmachen, okay. Man könnte ja auch mal überlegen, Audiobeiträge zu machen, von wegen, als wenn irgendein Politiker oder irgendwer da einen Audiobeitrag macht, aber der natürlich über völlig andere Sachen redet, als er sonst redet, ne? Also ich habe ja schon mal überlegt, als Gerd Schröder so einen Podcast zu machen und dann aber. Ja, weiß ich nicht, Gerd Schröder macht sich Gedanken darüber, wie er Hartz IV beantragt, zum Beispiel, wäre es manchmal die oder sowas. Also, ja. Ja, mein Kater schnurrt hier. Ja, wäre mal so eine Idee von mir, einfach so ein Denkanstoß, ob man da vielleicht was draus machen könnte. Ja. Oder man könnte ja auch, jetzt mal weg vom Nachmachen, man könnte ja auch so gewisse Podcast-Genres so ein bisschen verarschen. Wieder im positiven Sinne, ich habe mir zum Beispiel mal überlegt, man könnte ja diese ganze Technik-Podcast-Dinger, man könnte ja auch mal wirklich jemanden bringen, der, also, wie würde sich ein Podcast in den 80er Jahren anhören? Das ist zum Beispiel auch so eine Idee. Also, man müsste dann praktisch so ein, also, so ein 80er-Jahre-Intro, ne? Und dann halt stellt jemand halt ein Gerät vor, was in den 80er Jahren halt total in war. Also zum Beispiel wäre auch so eine Idee von mir, ne? Also das könnte man ja auch mal versuchen umzusetzen. Also meinetwegen irgendein Kassettenrekorder, der dann total in war. Man müsste dann natürlich auch diesen 80er-Jahre-Podcast auch mit so einem Rekorder aufnehmen und das dann halt digitalisieren. Aber sowas würde mich echt mal interessieren. Wäre einfach mal cool, sowas dem eigenen Podcast so ein bisschen aufzupeppen. Ne? Das sind so kleine Ideen, die ich habe, die ich momentan selber noch nicht so umsetzen kann. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja eine Idee oder vielleicht auch noch einen Vorschlag. Ja, das war gerade mein Olympus DM 770, der gepiept hat. Der ist nämlich voll. Ja, das ist so, was ich so mir überlegt habe. Ne? Ja, und was ich mir auch überlegt habe, ob man halt wirklich mal einen Podcast macht mit jemandem am Telefon, also über Festnetz. Also wenn ich das Festnetz auf Lautsprecher mache, einen Olympus mitlaufen lasse und sagen wir mal jetzt jemanden, ja,
interviewe, aber halt jetzt nicht wirklich wie ein Interview, wie man es kennt, sondern einfach, hallo, ich bin der, hier ist wieder Podcast von Sven Heinrich und ich interviewe heute den, sagen wir mal jetzt ein Beispiel, den Künstler so und so. Erzähl mal was zu der Musik. Oder, ja, oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht einfach mal so einen Audiobeitrag. Jemand macht es halt mal am Telefon. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel kein Smartphone hat, so wie einige Kumpels von mir, dann kann man ja auch mal überlegen, ob man vielleicht einfach über Telefon. Man macht den Lautsprecher an und derjenige erzählt dann einfach mal was. Das nimmt man auf und stellt es rein. Ja, also wäre auch noch eine Idee. Ja, falls jemand mal Lust hat und sagt, ach, ich will auch mal einen Beitrag machen, habe aber kein Smartphone und kann dir auch keine Datei schicken, dann kann man das ja auch mal so machen. Ne? Ja. Ja, das sind so kleine Ideen, die ich habe. Vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch noch irgendeine Idee. Also das erste war, wie gesagt, mit meiner Stimme. Das zweite ist dieser 80er-Jahre-Podcast. Also wirklich mal so eine Folge machen, wo irgend so ein 80er-Jahre-Gerät vorgestellt wird. Und also wie würde ein Podcast in den 80ern klingen? Ne? Das sind so kleine Ideen, die ich habe. Ne? Ja, ich habe ja auch schon mal überlegt, so eine Clubhouse-Verarsche zu machen. Allerdings muss ich mal gucken, wie ich das umsetze, weil das kann ich ja nicht mit Clubhouse selbst machen. Ne? Man darf ja aus Clubhouse nichts aufnehmen. Das heißt, man müsste so dieses, also man, ich habe mir schon überlegt, irgendwie mit dem LS14 so mehrere Spuren aufzunehmen und dann immer so, ja, hallo, wir reden über das Thema. So, warte, da will jemand die Hand heben. Da hebt jemand die Hand. Okay, kannst du dein Mikrofon einschalten und sowas. Also das wäre zum Beispiel auch noch so eine Idee, aber da weiß ich auch noch nicht, ob ich das umsetze. Weil das ja auch ein bisschen aufwendig ist und vor allen Dingen, ja, muss man ja auch bei sowas immer vorsichtig sein. Nicht, dass Clubhouse nachher, dass ich nachher eine Verwarnung kriege oder so, weil ich über Clubhouse was Blödes sage oder so, das muss ja auch nicht sein. Aber das sind so, sag ich mal, so kleine Ideen, die ich immer wieder so habe, weil ich will ja auch, dass der Podcast auch ein bisschen abwechslungsreicher wird und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, ja, was man noch so machen kann, ja, also so eine Comedy-Runde habe ich mir auch schon überlegt, so, aber man muss ja auch irgendwie witzig sein und nachvollziehbar, wenn man es nur hört, ne, und es muss natürlich auch ein Comedy sein, den es noch nicht so gab, also ist auch immer schwierig, ne? Was gibt es schon und ja, aber das einfach mal für euch als Denkanstoß. Vielleicht hat der ein oder andere ja irgendeine Idee. Vielleicht finden wir ja mal so einen Sven. wäre ja lustig. Ich meine, es ist schon cool, wenn man seine eigene Podcast verarsche. Ich sag mal, oder der eigene Podcast wird verarscht und diese Verarsche findet man in seinem eigenen Podcast. Also das finde ich schon lustig irgendwie. Ja. Ja. Könnt euch ja mal Gedanken drüber machen. Ja. Ja, wie gesagt, man kann ja auch mal mit einer Person nachmachen, das ist ja auch kein Thema. Ich meine, ich habe auch schon überlegt, wie gesagt, Gerd Schröder oder als Helge Schneider einen Podcast zu machen. Man muss halt auch immer gucken, wie inwieweit man das überhaupt darf. Ne? Also es ist halt immer schwierig. Also es muss ja dann schon so offensichtlich sein, dass man es wirklich nachmacht. Man darf sich ja nicht selbst als Helge Schneider oder als Gerd Schröder betiteln. Also man müsste dann wahrscheinlich irgendwie sowas sagen wie, ich mache jetzt Helge Schneider gerade nach oder so. Ich mache jetzt das immer wieder in dem Podcast so ein bisschen einfügen, damit da keine
Missverständnisse kommen. Ne? Man weiß ja immer nie, inwiefern sowas erlaubt ist. Ja? Wobei, gibt schon lustige Sachen, ne? Also wenn jemand so stimmmäßig was drauf hat und der spricht dann, sagen wir mal, 5 Minuten lang irgendwie, wie weiß ich wer, und dann lacht man sich doch nachher schief, ne? Also das ist schon eine Sache, die sicherlich ein bisschen zur Unterhaltung beitragen könnte. Und ja. Mal schauen, ob wir da irgendwas hinkriegen. Also am interessantesten ist, fände ich ja wirklich mal so ein 80er-Jahre-Podcast. Also so ein, wie würde ein Podcast in den 80ern klingen? Ja, also das wäre mal wirklich lustig. Und was würde man da vorstellen, ne? Also, und der müsste natürlich auch vom Sound her so klingen, ne? Das ist es halt, ist halt schwierig. Also ich kann sowas nicht so gut umsetzen. Aber ja, das sind so, vielleicht liefere ich euch ja auch Ideen für einen Podcast, den ihr später mal umsetzt. Ne? Also vielleicht kommt ja einer mal auf die Idee und sagt, oh ja, ich mache mal so einen 80er-Jahre-Podcast, wo denn von Rekordern die Spur kommt und dann immer wieder irgendwelche 80er-Jahre-Geräte hergestellt werden. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, das nur als Anstoß. Dann würde ich mal sagen, 4:23 Uhr. Ich lade das jetzt hoch. iPhone-Mikrofon. Akte Pause 16. Pause. Taste. iPhone auflegen 16. 45.2. Pause. Taste. 16. 48.4. 16. Ja, über 60 Minuten, das geht doch. Auflegen, dann hört man sich in Folge 105. Bis dann. Ciao.